Am 14. Juli 1683 belagert das Osmanische Reich bereits zum zweiten Mal Wien. Mit einer Truppe, die 120.000 Mann stark ist, will der Sultan den sogenannten Goldenen Apfel, wie die Residenzstadt des Heiligen Römischen Reiches Wien von den Osmanen betitelt wird, einnehmen. Die Aussichten sind gut. Wien verfügt zusammen mit der Entsatzarmee, also den Hilfstruppen aus den verschiedensten europäischen Reichen, über eine deutlich geringere Truppenstärke. Also die Zahl 120.000 erscheint riesengroß, aber ebenbürtige Kämpfer waren es viel, viel weniger. Betont jedoch Professor Thomas Winkelbauer. Er ist Direktor des Instituts für österreichische Geschichtsforschung an der Uni Wien. Winkelbauer zählt im Interview mit dem deutsch-türkischen Journal die Gründe für das Scheitern des osmanischen Heeres bei der Belagerung Wiens auf. Die Armee, die dann Wien befreit hat, war eine hochgerüstete, spezialisierte Söldnerarmee, die in taktischen Einheiten gekämpft hat, während die osmanische Armee eigentlich nur im Kern wirklich eine stehende Armee gewesen ist. Nur ein kleiner Teil der 120.000 osmanischen Kämpfer besteht aus den professionellen Janitscharen. Der große Teil dieser Soldaten wiederum, wie beispielsweise die Krimtataren, hat lediglich die Absicht, in Wien Beute zu machen. Auf diese Weise werden sie vom Sultan bezahlt. Doch das hat bei der Verteidigung der nördlichen Stellung enorme Folgen für die Osmanen. Die kaiserliche, polnische, sächsische sowie die bayerische Armee versammeln sich nördlich der Donau und es gibt keinen Versuch der Osmanen, das Überschreiten der Donau zu verhindern. Die sind völlig unbehelligt bei Tulln über die Donau gegangen und eigentlich wäre es Aufgabe des Tatarenkhans, der Krim-Tataren gewesen, den Donauübergang zu verhindern, aber der hat sich nicht drum gekümmert. Die sind einfach, die konnten die Donau überschreiten und dann ostwärts ziehen und sich am Kalmgebirge, also Kalmberg, Leopoldsberg etc. heute Stellung beziehen. Kara Mustafa Pascha, Oberkommandant der osmanischen Belagerungsarmee, hofft dennoch im allerletzten Moment, bevor die Entsatzarmee kommt, Wien einzunehmen. Und kommandiert die Kerntruppen der Janitscharen, die am schlagkräftigsten sind, aus den Laufgräben heraus. Doch viel zu spät, meint der Historiker Winkelbauer. Die sind erst im letzten Moment aus den Laufgräben herauskommandiert worden und sind einfach überrannt worden. Die Schlacht ist für die Osmanen verloren und Kara Mustafa Pascha muss dafür hart büßen. In Belgrad wird er auf Befehl des Sultans mit einer Seidenschnur erdrosselt. Sein Schädel wird abgehäutet und die ausgestopfte Kopf- und Gesichtshaut dem Sultan als Nachweis nach Edirne gesendet, wie die historischen Quellen berichten.